Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zum Farming Simulator 2019. Ihr seht schon, ich habe die Gabel geholt. Und jetzt probieren wir mal, ob wir einfach die Sachen hier runterstoßen können. Was mir am meisten Sinn ergeben würde, wenn ich die jetzt hier einfach so runterstoße. Wollen wir mal ein bisschen Gabel heben. Ach schade, dann werden die leer. So ein Ding bringt 1000. Oder 10 Dinger von denen kommen an die Menge von einem Pferd dran. Nee. Nicht mal, ansatzweise. So, okay. Das waren jetzt 4500, würde ich sagen. So circa. Vorne geht's irgendwo raus. Okay. Ja, diese Woche wird noch relativ normal laufen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Jetzt ein bisschen umstrukturieren. Ein bisschen mehr Pep reinbringen, die ganze Sache hier. Schauen wir mal. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr ins Livestreaming irgendwann mal gehen. Doch, ich mag ein bisschen was verändern. Ich schaue gerade, was ich mache, wie ich es mache. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Multiplayer-Projekte starten vor allem. Hat jetzt gerade mein Handy geklingelt? Ja. So. Jetzt fahren wir mal zurück zu unserem Bauernhof, weil ich habe nochmal wieder 1,3 Millionen. Wir können uns eigentlich voll die guten Sachen leisten. So. Oh, das ist jetzt schon wieder. Oh, ich habe eine Stadt erobert. Perfekt. Wenn ihr mich fragt, was ich gerade rede, ich spiele Supermächtig 1914 gerade. Das ist eine Handy-App und eine Web-Browser-Spiel. Habe ich vor Ewigkeiten mal gespielt und habe es jetzt wieder entdeckt. Und ja, ich finde es mega cool wieder, dass es immer noch gibt und es immer noch aktuell ist. Habe jetzt einen neuen Account erstellt und muss gerade so ein Tutorial im Grunde spielen. Und ja, probiere es halt gerade durch, ne? Und du kannst hier sehen, Game 260.000, nee, 2.609.010. Wir haben Luans von France Glossy Aubert. Ich habe dich vorhin einen Angriff gestartet, vor circa 2 Stunden. Wenn nicht sogar noch mehr. Und gerade sind bei mir noch viele Truppen im Marsch, weil ich halt einen kleinen Ort erobere. Ist voll cool, du kannst so Zeitungsartikel schreiben und. Also relativ interessant gemacht. Und ja, ich will jetzt mal schauen, was wir heute noch so machen können. Was wir vor allem noch so mal probieren, ausprobieren können und so hin und her. Denn ich wäre dafür, dass wir den Hof ein bisschen umstrukturieren. So, abgekoppelt. So, okay. So, jetzt fahren wir den Trecker mal schnell zurück in die Grube und dann schauen wir mal, was wir für neue Trecker uns holen können. Denn ein bisschen umstrukturieren sollten wir unsere Firma mal. Und ich werde vielleicht das Projekt demnächst mal auf Eis legen fürs Erste, denn ich will mich ein bisschen mehr von dem simplen Let's Plays in die Cutting Let's Play Szene begeben und vielleicht nur noch 1-2 Projekte pro Woche bringen. Also relativ wenig, aber dafür halt mehr intensive Sachen rein. Ich will Atlas spielen, ich will wieder Ark spielen, ich will viel mehr wieder ausprobieren und mich nicht so auf ein Let's Play festlegen. So ungefähr wie Hand of Blood es zum Beispiel macht. Er spielt ja auch sehr viel Verschiedenes zum Beispiel und vielleicht ein paar neue Projekte starten, die interessant sind. Und zwischendurch halt mal ein bisschen längere. So, aber das soll uns diese Woche auf jeden Fall noch nicht aufhalten, denn ich habe neue Mods wieder installiert. Und zwar hier zum Beispiel die Liebherr. Oh, der ist cool. Ich mag den. Der schaut cool aus. Der hat was. Vor allem ist er fett. Entschuldigung, ich habe heute den ganzen Tag irgendwie nicht gescheit geschlafen. Kann ich hier die Reifenvariante? Ah ja, guck mal. Wow. Mit Breitreif liegt der tiefer, ne? Was man jetzt überlegen könnte, wäre... So, warte mal, schauen wir auf die Karte.
So, wir haben aktuell die drei Landstücke hier gekauft. Das hier drüben hat einen Wert von 200.000. Ja, das hier kaufen und dort Bäume anbauen, wäre schon eine geile Idee, ne? Ich will was Neues ausprobieren. Das ist für mich das Wichtige. Ich will jetzt ein bisschen nicht neue Sachen ausprobieren. Natürlich wird das Feld hier riesengroß. Das wäre schon geil. Hat auch denselben Wert. Hat auch von Hektar mehr, oder? Das hat doch wesentlich mehr Hektar. Zwischen der 17 und der 21. Vor allem wäre das hier ein Quadrat mit. Bedeutet, man könnte hier eine Straße lang fahren. Oder ziehen. Wir schauen jetzt mal nochmal im Kauf, was man so sich kaufen könnte. Natürlich, man könnte Zuckerrohr, Rüben oder Kartoffelerntetechnik mal einführen. Hier, die Dinger hier. Hier mal den alten Terra zum Beispiel aus dem letzten Farming Simulator. Das ist ja das Top-Gerät damals gewesen. Den gibt es hier auch noch. Bloß heißt der Panther. Da ist auch der Terra DOS. Bloß ein lang. Ein groß, das ist der kleine, glaube ich. Kostet auch noch ein bisschen weniger. Das hier scheint so ein Aufsammelgerät zu sein. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Ich tu mal mein Mikro ein bisschen näher ran. Schau mal. Mähtechnik wäre ganz interessant. Man könnte natürlich auch in die Silageverarbeitung gehen. Sich eigene Silageteile anlegen und alles drum und dran. Wäre natürlich auch interessant. Da könnte man auch einen Radlader wiederum brauchen. Traktoren, mittelgroße Traktoren, Mähdrescher, Kartoffeltechnik. Kartoffeltechnik haben wir nur das Teil dann, ne? Das ist jetzt nicht so spannend, oder? Es schaut schon mega aus, aber ich glaube, Kartoffeltechnik wäre jetzt nicht so das Interessanteste. Forstwirtschaft würde mich natürlich ein bisschen interessieren. Also, wenn hier reinschaut, so ein Büffel sich holen oder so ein Komatsu sich schön kaufen. Dazu ein Büffel oder auch nochmal den von Komatsu, den 875er. Und dazu den 931er XC. Dann in die Waldsche Wirtschaft einsteigen. Oder halt hier den TX. TGX. Wäre auch interessant. Baumwolltechnik bin ich jetzt gerade nicht der Freund von. Ich hätte irgendwas, was Cooles. Irgendwas Cooles hätte ich gerne. Die kennen wir alle. Was wir kaufen könnten, wäre eine 9-Mähdresche, ne? Wir holen uns einfach mal den größten Mähdrescher im Game. Den AGCU Your Agriculture Company, der Ideal, würde ich mal sagen, heißt der. Bedeutet, wir fahren jetzt erstmal mit unserem wieder zurück. Bye bye, my friend. Boy boy. Du bist ausgetauscht. Bevor ankoppeln. Weil ganz ehrlich, für unsere Größe ist der hier schon ein bisschen armselig. Vor allem dauert die Feldverarbeitung damit ewig. Also es hat eine gute Berechtigung, sich jetzt einen neuen zu holen. Und dann halt auch mal gleich das größte Stück, was es gibt. Wieso nicht? Kann man ja machen. So. Aber allein der ist ja schon so breit wie die Straße, ne? Auch wieder überlegen. Upsi. Bisschen breit ist er geworden. Oh, hier rüber. Oh, Gegenverkehr. Gehen wir gleich mal zur Verkaufsstelle und legen das Zeug dort ab. So, hier und verkaufen. Alter, der Zustand ist ja nicht mehr feierlich. 21.000 hat das trotzdem noch Wert. Was? Echt? Okay, wie viel hat jetzt der? Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ja, da wird er schlecht. Der hat immer noch. Für 70.000er Wert, nicht schlecht. Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Der größte Mähdrescher in Game.
Das Ding wird heftig, glaube ich. Ich glaube, das wird richtig heftig. So. Wir holen uns den aus den Bildern hier, den AGCU Ideal. Design Fendt. Massey Ferguson, da kann man sich die Designs draufhauen. Was? Echt? Den Artikel 8T. Wir nehmen natürlich das Größte. Alter, der kostet eine halbe Mille. Läuft. Kaufen. Ja, machen wir mal. Einfach so. Ich habe immer noch eine halbe, fast eine Million. Läuft doch. Das ist John Deere. Mähdrescher wäre natürlich auch geil. Okay, aber wir haben jetzt den Ideal. Jetzt brauchen wir noch dazu das passende Mähwerk. Mähwerke, hier Schneidewerke. Ah, die damals auch. Wie breit ist das? 12 Meter brach, Alter. Ach, da gibt es auch die verschiedenen. Nee, wir nennen natürlich. Natürlich muss es dann passend kaufen. Allein das kostet mehr als unser Mähdrescher. Alter. Ja, ich würde mal sagen, läuft bei uns, ne? Das Ding ist groß. Das Ding ist. Das Ding ist massiv. Nun ja. Das Ding ist ja echt mal massiv. Den muss ich jetzt mir mal anschauen. Hier, dann schalten wir wieder alles ein. So, okay. Andere Frage, wie tut man so ein riesen Ding hier manövrieren? Also der Bandlauf weg auch noch. Ach du Scheiße. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Ich habe keinen Plan gerade, was ich tun muss. Drescher aufklappen. Ah ne, das bin ich. Warte mal. Schneidewerk senken. Gibt's für das. Also für das Ding gibt's doch sicher. Warte mal. Es gibt doch für die ganzen Dinger die Transportdinger. Ja, der ist Mod. Der ist fürs HR12. Der ist aber von Holmer. Ich weiß nicht mehr, was da drauf passt. Das ist ja das andere Problem. Aber ich kann ja so nicht über die Straße fahren. Jetzt mal ganz ehrlich. Das geht nicht. Wahrscheinlich hat er nicht auch einen Anhänger. Ja. Aber wir machen mal den Motor aus. Ich muss jetzt irgendwie überlegen, wie ich das Teil hier verarbeiten kann. Das kann doch bestimmt irgendwie Drescher anschalten, Motorstart, Strohblock ausschalten, Schneidwerk senken. Wie kann ich das jetzt umbauen? Warte mal, das gibt's, das muss doch gehen. Das ist von Krone. Schneidwerk, können Schneidwerk auf dieser Disk 12. Da kommen andere Sachen drauf mittlerweile. Ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal den größten von hier. Wir nehmen mal die Hauptfarbe in Rot. Und tun den hier einfach mal kaufen. Scheiß drauf. Da kacken wir jetzt mal drauf. So, okay, wo ist der denn? Andere Frage, warum kommen die drauf? Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich habe keinen Plan, ob das funktioniert. Aber eigentlich breit genug müsste das Ding sein. Gerade ausrichten, warte mal. Ich glaube, es gehört andersrum drauf. Scheiße. Gott, ich wollte doch jetzt nicht noch rangieren. Abhängen. Oh. Oh, Kacke, das geht mir falsch. Hey, was ist das denn jetzt? Oh, nee, stopp. Wir müssen jetzt einmal hier außen rumfahren. Also im Grunde nimmt das Ding alles auf, was es vor die Fresse kriegt. Habe ich das jetzt richtig verstanden gerade? Und ich muss jetzt von. Alter!
müsste ja passen. Glaube ich mal. Ich mag den noch nach Hause bringen. So, das ist so ganz geklappt. Post 1, Warnsignale an. Immerhin sind wir mit über... Ich kann nicht mal mehr drehen, gescheit. Alter. Was? Ich glaube, das Ding muss ich wirklich so fahren. Das Ding ist ja nicht nur massiv, das Ding ist ja auch mega gefährlich. Ich glaube, du musst mit einem normalen Trecker das Ding ziehen. Ich wüsste nicht, wie ich das sonst machen soll. Aber ich werde gleich mal das Feld bestellen und dann schauen wir uns mal an, wie schnell es geht beim nächsten Mal. Also ich glaube, das Ding wird heftig sein. Ich weiß noch nicht, wo ich das nicht mal hier. Ich weiß noch nicht mal, wo ich das hinpacken soll. Oh, oh. Das Ding ist ja so riesig, dass ich nichts, keinen Plan habe. Ich stelle es jetzt einfach mal hier hin. Weil das Ding ist viel zu lang. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.